Das Böse begrüße euch herzlich zu einem ganz speziellen und besonderen Video hier auf diesem Kanal. Es ist etwas anderes als ein Let's Play Video, kann man ja auch dem Titel irgendwie nicht entnehmen, ne? Nee, Quatsch, es geht dabei um die Liebster Award Challenge. Gut, in meinem Fall halt Bösester Award Challenge. Ich glaube, das ist so ähnlich wie so ein Tag. Habe ich auch seit Jahren, glaube ich, nicht gemacht. Ja, bis vor kurzem wusste ich noch nicht mal von der Existenz eines solchen Awards oder so einer Challenge, aber nun gut. Eigentlich bin ich auch nicht so der Freund davon. Trotzdem kam ein Zuschauer auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich das nicht machen würde. Und naja, manchmal, da hat man so seine netten Momente und ich konnte ihm diesen Wunsch nicht abschlagen. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, welche Fragen er so an mich richtet. Erstens, welchen anderen Hobbys frönt ihr noch? Ich tue mich schwer damit, jetzt hier irgendwie eine große Antwort zu geben, weil, ganz ehrlich, Videospiele für mich schon einen sehr, sehr großen Teil meines Freizeitbereichs abdecken. Und zwar in verschiedenster Hinsicht. Einerseits ist es so, ich sammle gerne Spiele. Meine Steam-Bibliothek spricht da schon so für sich allein. Ich meine, gut, das weiß jetzt nicht jeder, aber trotzdem. Und selbst das ist nur ein kleiner Bestandteil dessen, was ich überhaupt insgesamt besitze. Ich habe auch sehr, sehr viele Lösungsbücher und sowas. Ich habe sehr viel Zubehör, teilweise irgendwelche Sondereditionen oder was weiß ich. Ansonsten interessiere ich mich halt auch für Speedruns von verschiedensten Spielen, weil ich das super faszinierend finde, wie Leute Fehler in Spielen finden und sie absichtlich dafür ausnutzen, Dinge schneller beenden zu können. Das finde ich einfach richtig faszinierend, was da alles immer möglich ist und richtig heftig auf jeden Fall. Ansonsten interessiere ich mich aber auch zum Beispiel für Sachen wie Technik im weitesten Sinne, soll heißen sowas wie Programmierung, Spieledesign, Webdesign. Ich mag Bildbearbeitung, Videobearbeitung, was weiß ich. Das sind Sachen, die ich sehr, sehr gerne mag. Und ansonsten mag ich gerne Zeit mit meiner Mama verbringen. Ja, das stimmt, das ist kein Witz. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier als Hobby zählt, aber eigentlich sagt man ja immer, Hobby ist etwas, das einem Freude und Spaß macht oder bereitet, bringt, wie auch immer. Und die Zeit gehört auf jeden Fall dazu. Ist immer sehr entspannt und witzig und ja. Manchmal geht man auch einfach gerne mal eine Runde spazieren, auch sowas mag ich mal ganz gerne. Ja, ob das jetzt, wie gesagt, als Hobby zählt, weiß ich nicht. Ich höre auch gerne mal Musik in verschiedenster Weise. Auch da weiß ich nicht, ob man das als solches zählen kann. Ich setze mich auch gerne mal hin und gucke einfach nur irgendeine DVD, die ich hier rumliegen habe. Aber alles immer dann, wenn es halt passt, ne? Ob das, wie gesagt, jetzt so als Hobbys zählt, das müsst ihr dann für euch entscheiden. Aber was anderes kann ich euch hier nicht erzählen. Ansonsten würde ich hier sonst irgendwelche komischen Sachen berichten, die einfach nicht auf mich zutreffen und nicht so stimmen würden. Und das möchte ich nicht. Zweitens, habt ihr euch schon mit dem Thema Mining befasst? Zum Beispiel Ethereum. Ich sag mal so, im weitesten Sinne ja, weil es ja fast unvermeidlich war im Zuge der ganzen Mediengeschichten, die da so umherliefen, aber selbst habe ich nicht wirklich große Berührungspunkte damit. Hab nie irgendwie was damit groß zu tun gehabt und kann deswegen hier an dieser Stelle auch nicht so viel dazu sagen. Das tut mir leid. Drittens, ist Religion heute noch wichtig für euch? Man muss dazu sagen, für mich persönlich hatte Religion nie den höchsten Stellenwert überhaupt, was einfach daran liegt, dass ich auch damit nicht die großen Berührungspunkte habe. Ich bin nämlich nicht getauft und ich bin auch kein Kirchgänger oder so, was aber nicht heißt, dass insgesamt die Religion heute irgendwie unwichtiger geworden ist, wenngleich sie auch teilweise natürlich ein bisschen gefährlicher wird, wenn man so Dinge hört und naja. Aber ich sag immer, jeder soll seinen Glauben ausleben, wie er das möchte, solange er andere Leute nicht irgendwie behindert oder gar irgendwie schädigt oder so. Das ist okay. Jeder soll an das glauben, was er möchte und das ist für mich kein Problem, solange man mich damit irgendwie in Frieden lässt und mich nicht auch dazu drängen möchte. Oh, mach doch mal, oh, werd doch auch mal von dem und dem irgendwie. Nein. Viertens. Haben Werte wie Ehre und Ehrgefühl noch Platz in eurem Leben? Ja, ich weiß nicht genau, was ich mit dieser Frage anfangen soll, aber sowas sollte eigentlich immer ein Stück weit Platz im Leben haben, oder nicht?
frage ich mal so ganz vorsichtig. Aber gut, vielleicht ist das auch einfach Ansichtssache und ich bin da komisch oder so. Möchte ich auch gar nicht irgendwie in Abrede stellen. Möglich ist es, wer weiß. Fünftens, wie schaut's mit Sport aus? Treibt ihr Sport? Ich stehe morgens auf. Ich finde, das ist schon sehr sportlich, ne? Ansonsten gehe ich durchaus auch mal die Treppen hoch und runter. Krass, ne? Also ich bin schon echt die Sportskanone überhaupt. Und ey, wenn man dann noch zu Fuß irgendwie einkaufen geht und diese Taschen trägt, ne? Wow, Alter. Also ich bin schon Muskelprotz, ne? Auf jeden Fall. Nee, aber mal im Ernst, also abgesehen von den Dingen, die ich gerade so erwähnt habe, ich mag Tischtennis, spiele es aber gefühlt nie. Und ich habe auch einen Stepper hier zu Hause, der hin und wieder tatsächlich auch zum Einsatz kommt. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwie ins Fitnessstudio gehe oder so. Irgendwie ist das nicht so meine Welt. Ich kann mir auch nicht helfen. Das ist einfach nicht mein Metier. Aber wer das macht, ich habe großen Respekt davor. Finde ich gut. Wie gesagt, mein Ding ist es halt nicht so. Sechstens, sind Technikbegeisterte unter euch? Ja. Ich würde durchaus mich selbst als im weitesten Sinne technikaffin bezeichnen wollen. Und zwar in der Hinsicht, dass ich durchaus Interesse dafür habe. Sowohl im Software- als auch im Hardware-Bereich. Allerdings ist es nicht so, dass ich jetzt immer die neuesten Sachen brauche oder immer die Geschichten, was ja immer total in ist, boah, das neueste iPhone, boah, ich brauche die, die neueste Grafikkarte und keine Ahnung. Ja, sicher, ist immer nice to have, die schönste, neueste Grafikkarte zu haben, aber der Geldaspekt ist dann halt auch nicht so ganz außen vor zu lassen und naja. Ansonsten, ich beschäftige mich halt gerne mit Software-Sachen. Ich bringe mir gerne Sachen selber bei. Ich versuche das halt so Learning by Doing-mäßig zu machen. Egal, ob das jetzt irgendwelche Programmierungsgeschichten sind, egal, ob das irgendwelche Video-Audio-Bearbeitungssachen sind oder auch Bildbearbeitung oder ich mag auch theoretisch sowas wie Game Design, ja. Auch total meine Schiene alles. Interesse ist auf jeden Fall da. Ich bin halt nur nicht der Mega-Crack in allen Dingen. Es gibt ja so Leute, die wissen so direkt, wenn du denen irgendeinen Begriff hinwirfst, das und das und das und ja, nee, das ist so und so und das harmoniert mit dem und das geht mit dem und nee, oh Gott, nee, das, da brauchst du das und das kriegst du für das und das und da kannst du noch das und das rausholen, finde ich super, aber zu solchen Menschen gehöre ich nicht. Ich bringe mir gerne neue Sachen bei, ich lerne gerne neue Sachen, weil blöder werde ich davon nicht, sag ich mir immer, aber ja, wie gesagt, ich bin nicht so der mega Crack in jedem Gebiet. So. Siebtens, gibt es das absolute Lieblingsspiel? Für mich nicht, ehrlich gesagt. Und zwar einfach deshalb, weil ich Spiele unter verschiedenen Aspekten sehe für mich. Das heißt, wenn ich jetzt das so in verschiedene, ja, ich sag mal, Kategorien einordnen müsste oder würde, weil das müsste ich für mich tun, ich muss das ein bisschen differenzieren, dann würde es zum Beispiel nicht drumrum kommen, zum Beispiel meine Kindheitserinnerungen da irgendwie mit einzubinden, weil ich eben mit dem Super Nintendo aufgewachsen bin. Das habe ich damals bekommen, 95, Geburtstag bzw. Weihnachten. Und da sind natürlich ganz andere Gedanken und Erinnerungen mit verbunden. Das ist einfach so ein Nostalgiegefühl. Deswegen sind so Geschichten wie zum Beispiel Secret of Evermore, Illusion of Time, Super Metroid, Zelda, A Link to the Past, Donkey Kong Country, F-Zero, Super Mario World und so weiter und so fort, sind alle irgendwo damit verbunden. Deswegen liebe ich diese Spiele alle. So auf ihre Weise. Ne? Die sind für mich so, ich sag mal so Evergreens, könnte man fast schon sagen, so All-Time-Favorites. Während es auch kein Geheimnis sein dürfte, dass mir die meisten Dinge von From Software bis jetzt ganz gut gefallen haben, also sprich Dark Souls, Bloodborne, ne? Wobei ich zugeben muss, dass Dark Souls 2 da ein bisschen schwächelt, wenngleich es natürlich deswegen kein totales Scheißspiel ist, das nicht, aber es hat einfach nicht dieses hundertprozentige Souls-Gefühl wie die anderen Sachen. Aber da gefällt mir eben das Spielprinzip ganz gut. Ich mag aber zum Beispiel auch so Geschichten wie Baldur's Gate. Ich habe noch nie Baldur's Gate 1 gespielt. Ich habe Baldur's Gate 2 damals auch mal vor Ewigkeiten, vor vielen, vielen, vielen Jahren mal zum Geburtstag geschenkt bekommen.
habe das angefangen zu spielen und ich war hellauf begeistert. Und auch das habe ich nie durchgespielt, ist eigentlich ein Frevel, ich weiß, aber das hat mich so begeistert, das ist Wahnsinn. Das ist genauso wie Diablo-Geschichten und so, das mag ich auch total gerne. Und das gehört alles so irgendwie zu diesen Lieblingsdingern, genauso wie Age of Empires, gerade Age of Empires 2, damit habe ich so viel Zeit zugebracht, oder Age of Mythology und. Black and White oder was weiß ich. Aber so das eine mega Lieblingsspiel habe ich in der Tat nicht. Achtens. Sind Filme bzw. Serien-Junkies unter euch? Nee, ich würde mich nicht als Junkie bezeichnen und ich bin auch ehrlich nicht so der Serientyp. Ich weiß, jetzt kommen wieder Leute, oh Gott, wie kannst du nur? Aber ich habe zum Beispiel noch nie Game of Thrones geguckt. Ich habe auch The Walking Dead oder sowas nie gesehen. Oder ich weiß nicht, was gibt's denn noch alles? Dann gibt's ja so Sachen wie Scrubs oder Big Bang Theory oder Two and a Half Men und was weiß ich. Aber das trifft alles nicht so das, was mich interessiert. Es gibt eine Sitcom, die ich mit meiner Mutter mal super gerne gucke, weil wir da auch die DVD-Komplettboxen von haben. Und zwar ist das Golden Girls. Das ist eine relativ alte Serie sogar. Bei der geht's eben um vier etwas betagtere Damen, die zusammen in einer WG leben und das wird alles auf eine sehr humorvolle Art und Weise gemacht. Und trotzdem werden dort Themen angesprochen, die sogar heute noch aktuell sind, sag ich mal. So Tabuthemen oder verschiedene Dinge, die einfach viele von uns begleiten oder auch beschäftigen, auch wenn man es nicht immer ausspricht. Aber das finde ich sehr, sehr gelungen, weil sie in den meisten Fällen recht niveauvoll auch damit umgehen und es trotzdem auf eine witzige Art verpacken können. Und das ist auf jeden Fall für mich super. Ansonsten mag ich zum Beispiel gerne den Anime oder die Serie Noir. Habe ich auch geliebt damals, auch die gucke ich sehr, sehr, sehr gerne. Oder halt so Sachen wie Hey Arnold oder sowas. Aber so heutzutage diese Serien, nein. Und Filme, da kommt es auch drauf an. Ich liebe Sister Act. Gerade den ersten, den zweiten mag ich auch, und den ersten finde ich noch toller. Ich finde auch zum Beispiel die Coneheads super oder sowas. Oder Spaceballs. Spaceballs ist auch so gut. Ich mag auch Dinge von Loriot und so. Also das kommt halt natürlich auch immer drauf an, ne? Aber so, ich bin nicht so der Typ Mensch, der jetzt irgendwie immer an die neuesten Sachen geht. Ich habe jetzt zum Beispiel auch, ich war das letzte Mal im Kino vor, ich glaube, 2 Jahren. Der Film war jetzt auch eher so semi-geil, aber ja gut. Man macht's halt mal und heutzutage gehe ich eigentlich kaum noch ins Kino. Nicht zuletzt wegen des finanziellen Aspekts, weil wenn man mal überlegt, wie teuer das alles geworden ist, findet er noch mit Popcorn und so, weil, hallo? Kino ohne Popcorn ist wie Popeln ohne Nase, das geht nicht. Also für mich jedenfalls nicht. Aber ja, wer weiß, was sich da noch wieder ergibt oder ob man vielleicht doch mal irgendwie geht oder so, aber im Moment, nö. Also Junkie bin ich da nicht, ich komme ganz gut ohne klar. Mein Medium ist meistens eher das Internet. Eher so Streams oder halt YouTube-Videos von verschiedensten Leuten, wenn ich denn dazu komme. Und das muss immer mal so reichen, aber das variiert halt hier und da auch mal ein bisschen. Neuntens, was ist euer Lieblingsgericht? Hey, ich bin nicht straffällig geworden, ja? Deswegen habe ich kein Lieblingsgericht. Nee, Quatsch, ich weiß, es wird aufs Essen bezogen. Ist schwierig, genauso. Ich liebe Sushi. Also so, Sushi ist so mein Wow. Ich mag aber einfach vieles eigentlich. Ich mag Nudeln, ich mag Pizza. Kommt natürlich immer drauf an, was drauf ist, aber trotzdem, ich mag Schnitzel. Also, es gibt sicherlich auch einige Dinge, die ich nicht gerne esse, aber ich glaube, das ist schon sehr vielversprechend so, was ich hier jetzt schon gesagt habe, oder? Ich hoffe. Zehntens, wenn ihr euch in ein Tier verwandeln könntet, was würdet ihr wählen? Das ist ehrlich gesagt eine sehr, sehr schwere Frage und da kann ich auch gar nicht so wirklich drauf antworten, weil es verschiedene Dinge gibt, die mich da faszinieren würden. Vogel, der Klassiker, glaube ich, wenn man halt fliegen kann und den Leuten einfach so random auf den Kopf kacken kann, ist bestimmt super. Einfach mal die Welt aus einer anderen Perspektive sehen, bestimmt cool. Aber mich würde manchmal auch interessieren, wie sich eine Maus fühlt oder wie eine Katze oder ein Hund oder so. Draußen rumlaufen, wie das so ist, wie die das alles aufnehmen, die Gegend, ihr Umfeld, sprich halt die Besitzer oder die Umgebung, wo sie sonst so sind. Ein Fisch oder sowas wäre bestimmt auch ganz spannend. So ein Delfin fände ich auch ganz spannend. Also es gibt ganz viele Dinge, die mich da so irgendwie interessieren würden. Einfach nur für einen Augenblick mal die Perspektive eines Tieres haben, egal welches jetzt.
Und dann mal gucken, wie die das sehen. Also sowohl eben vom Blick her, weil es heißt ja zum Beispiel auch, dass Katzen farbenblind sind. Aber trotzdem sehen die ja richtig gut. Und auch wie das Gehör dann so wäre und so. Das wäre bestimmt richtig spannend. Solche Geschichten. Aber ich kann jetzt nicht irgendwie mich auf ein bestimmtes Tier festlegen. Entscheidungen waren noch nie so meins. Und nun kommt auch schon die letzte Frage, die hier gestellt wird. 11. Womit beginnt der Tag und endet die Nacht? Dunkelheit. Ja. Nee, ganz ehrlich, das ist auch schwierig. Meistens sind es bei mir irgendwelche Gedanken. Oder halt der Wecker oder so, aber oftmals sind es eben Gedanken, wenn ich aufwache. Ich denke meistens schon an irgendwelche Dinge, entweder Sachen, die ich jetzt tun muss, die ich mir vorgenommen habe, was ist, oh, ich muss heute einkaufen gehen, oh, auf Arbeit erwartet mich das und das und das, oder was weiß ich, oder ja, ich darf nicht vergessen, keine Ahnung, oder hui, der hat Geburtstag, oder was weiß ich, so Sachen, und abends, nachts, manchmal ist es halt auch so, kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so im Halbschlaf seid, ihr träumt so irgendwas, ihr kriegt mit, dass ihr träumt, aber ihr könnt nicht aufwachen? Da bin ich meistens nachher auch total groggy, ich weiß nicht warum. Ja, aber manchmal endet zum Beispiel die Nacht auch mit Harndrang. Das gibt's auch. Dann geht man einmal auf Klo und kann nicht wieder einschlafen. Sowas hasse ich auch. Passiert mir jetzt glücklicherweise nicht ständig, aber wenn es passiert, ist das ätzend. Vielleicht kennt das ja auch jemand von euch. Ja, und das war's dann eigentlich hier auch schon. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an dich, dass du mich nominiert hast. Das war mal was anderes. Ich werde an dieser Stelle niemanden nominieren. Jeder, der möchte, der darf natürlich gerne. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mir selber irgendwelche Fragen aussuche, stelle, wie auch immer, oder ob ich einfach die Fragen meines Zuschauers ganz frech an euch weitergebe. Wie gesagt, feel free. Keiner muss, jeder darf. Und ja, vielleicht sieht man sich in einem anderen Video, eventuell in einem anderen Projekt, also Let's Play-mäßig oder vielleicht mal in einem Stream, wenn ich irgendwann mal wieder dazu kommen sollte. Und ja, bis dahin. Tschüss.